Hallo und herzlich willkommen zu Mein erstes Leben. Ich bin Katja Burkhardt. Unser außergewöhnliches TV-Experiment geht in die nächste Runde. Menschen erzählen uns in Trance aus ihrem möglichen Vorleben. Das gibt es gar nicht, werden Sie vielleicht jetzt sagen. Und genauso denken auch die Schauspielerin Xenia Seeberg und der Castingdirektor Rolf Scheider. Und doch werden die beiden versuchen, unter Hypnose in ihre Vergangenheit zu reisen. Zugegeben, das war jetzt eine ganze Menge Schwachsinn auf einmal. Aber so ist das eben, wenn RTL-Blondine Katja Burkhardt von der Leine gelassen wird. Xenia Seeberg in Rothenburg in diesen Tagen. Sie ist sich sicher, ich war bei dieser Hexenverbrennung dabei. Sie kennt auch diese kleine Kirche. Sie sagt, hier habe ich immer gebetet. Ist das deine Kirche? Doch das ist über 300 Jahre her. Ja, das ist der Altar. Auch Rolf Scheider, Castingdirektor und Kandidat bei der RTL-Show Let's Dance, sieht unter Hypnose Bilder aus einer vergangenen Zeit. Er sieht einen Glasbläser auf der Insel Murano im 16. Jahrhundert. Und auch er sagt, ich bin dieser Mann. Hier ist mein Arbeitsplatz. So, eine drittklassige Schauspielerin und eine durchgeknallte Castingtunte sind also nun Zeugen dafür, dass wir alle schon mal gelebt haben. Wobei, selbst wenn das so sein sollte, ist der Titel Mein erstes Leben ja Blödsinn. Denn vielleicht hat man ja davor auch schon mal gelebt. Vielleicht war Katja Burkhardt am Ende sogar Eva und Rolf Scheider Adam. Aber das hieße ja, dass wir alle von beiden abstammen würden. Nein, das vergessen wir mal schnell. Widmen wir uns lieber der seriösen Wissenschaft. Xenias Rückführung wird 3 bis 4 Stunden dauern. Katja und Mark beobachten alles aus einem Nebenraum. Du stellst dir vor, du schwebst aus deinem Körper heraus. In Trance beschreibt Rolf alias Giovanni eine besondere Technik des Glasblasens. Ich bin ein Glasblasmeister. Ich entwerfe Muster. Ich mache in unserer Fabrik die Kreation. Okay, lass hören. Du musst ganz viele Glasfäden blasen und abschneiden. Und dann legst du die alle zusammen, einer nach der anderen. Und dann musst du aus dem Ofen eine Glasblase nehmen und die legst du dann auf diese Glasstücke und rollst die dann herum. Gab es diese Technik damals wirklich? Kann das stimmen, was Rolf unter Hypnose sieht? Gab es diese Technik damals wirklich? Ja, es gab sie. Und es ist allgemein bekannt, wie vor ein paar hundert Jahren Glasbläserei praktiziert wurde. Wir steuern eine der hiesigen Glasmanufakturen an, wollen uns die Herstellung des Murano-Glases aus der Nähe anschauen und sehen, ob Rolf diese Technik vielleicht sogar noch beherrscht. Rolf, jetzt musst du ran. Und erstaunlich, Rolf schafft eine passable Glaskugel. Kaum jemand gelingt das auf Anhieb, ohne jegliche Vorkenntnisse. Voilà. Ja, vom Blasen versteht er was, der Rolfe. Entschuldigung. Ist das deine Kirche? Ja, das ist der Altar. Gebetet als Kind, ja. Die Historikerin hat Katja und Rolf die Stelle genannt, wo noch einer der Löwenkopf-Briefkästen zu finden ist. Er prangt an einer Hauswand unweit des Markusplatzes. Es gibt ihn also wirklich. Heute steckt natürlich niemand mehr Zettel hinein, um Menschen zu denunzieren. Nein, dafür gibt es ja das Fernsehen. Fällt Ihnen was auf? Beide C-Promis haben merkwürdigerweise an Orten gelebt, die heute noch immer fast genauso existieren. Was hätte RTL denn gemacht, wenn Frau Seeberg eine Kirche in Berlin gesehen hätte oder sonst wo? Naja, dies wäre vermutlich gar nicht passiert, denn dass das hier alles konstruierter Humbug ist, dürfte offensichtlich sein. Und deswegen hat man ja auch nur die letzten televisionären Heuler überreden können, hier überhaupt mitzumachen. Wir fragen den Pfarrer der St. Jakob-Kirche. Wo stand dieser Altar ursprünglich? Immer hier oder irgendwo anders in der Kirche? Er ist in der Kirche umhergewandert. Er stand von 1504 bis 1575 hier oben.
Nanu, ein christlicher Pfarrer, macht bei einem solchen Schmarren zum Thema Reinkarnation mit? Nicht ganz. Eine Nachfrage seitens Fernsehkritik-TV bei Pfarrer Gussmann ergab, dass RTL ihn eigentlich zum Thema Hexen befragt hatte. Worum es hier wirklich geht, wurde ihm unterschlagen. Eine Rückholung in ein früheres Leben hält er persönlich für abstrus. Giovanni, so sieht es Rolf weiter, stirbt mit Anfang 30. Aber nicht als Opfer eines Meuchelmords. Einer der 1000 Grad heißen Öfen wird sein Verhängnis. Der Ofen explodiert. Ich verbrenne. Ich habe dieses brennende Glas überall. Rolf Scheider scheint wohl schlechte Albträume zu haben. Aber die hätte wohl jeder an seiner Stelle. Seine Angaben haben alle Historiker bestätigen können. Rolf ist restlos überzeugt, dass er hier 1530 als Glaskünstler Giovanni gelebt hat. Boss, wir hatten einen sehr intensiven Tag. Wie ist dein Fazit? Also intensiv ist das richtige Wort, weil... Wie wird es wohl Katja Burkhardt gehen, wenn sie in ein paar Jahrhunderten wieder leben sollte und dann auf ihr jetziges Leben zurückblickt? Sie wird feststellen, dass sie gelispelt hat und eine schlechte Journalistin war. Hoffen wir nur, dass dann das RTL-Gebäude als Ort ihrer Vergangenheit nicht mehr existiert.